Hier geht es dabei um in einem Gegenstromverfahren eine einfache Profit and Loss Statement zu planen. Die Demo zielt jetzt nicht so sehr auf die betriebswirtschaftliche Richtigkeit der Geschichte ab, sondern soll eher die verschiedenen Möglichkeiten des Tools beziehungsweise auch insgesamt das Look and Feel beziehungsweise die Philosophie hinter diesem neuen Tool demonstrieren. Diese Demo-Story enthält letzten Endes zwei Personen. Zum einen Martin Hooper, das ist ein ja, Gesamtverantwortlicher, der global die Produktverantwortlichkeit hat. Der wird auf einem höher aggregierten Level planen. Und als zweite Persona haben wir hier den Matt Hooper, der auf einzelnen Produkten letzten Endes dann für den Deckungsbeitrag verantwortlich ist. Sie sehen schon hier, das ist sozusagen der Login-Screen der neuen Lösung. Wie gesagt, das ist eine reine Public-Cloud-Lösung. Das bedeutet auch, dass die Benutzung dieses Tools allein im Browser stattfindet. Es gibt keine zusätzlichen Komponenten mehr, die der Benutzer bzw. der Kunde on-premise bei sich in der Landschaft installieren muss. Ich werde mich jetzt hier als Martin Brody anmelden an dem System. Und was Sie jetzt gleich hier als erstes sehen, ist eben, wie mein Kollege schon angedeutet hat, wir sehen diese Lösung nicht so sehr als eine reine Planungslösung, sondern wir haben eben analytische bzw. Reporting-Möglichkeiten in das Tool von Anfang an mit eingebaut. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Landingpage der Lösung, die dann je nach Benutzer auch individuell ausgestaltet werden kann. Ich habe jetzt hier einzelne Tiles, einzelne Charts auf mein Dashboard gelegt. Zum einen sehen wir hier auf der linken Seite eine Geovisualisierung. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeiten, bestimmte Kennzahlen, wie jetzt beispielsweise hier den Operating Profit, nach Ländern aufgeteilt darzustellen. Ich habe klassische Visualisierungsmöglichkeiten wie Barcharts. Wir sehen es hier, ja, Umsätze aufgesplittet nach den einzelnen Produktkategorien. Und wir haben auch so eine Art Ampelvisualisierung, in der wir jetzt hier beispielsweise die Marge aus dem letzten Jahr visualisieren können, die mit 15,59% eben hier im grünen Bereich lag. Eine Besonderheit ist hier unten bereits schon angedeutet. Die Lösung integriert eben nicht nur verschiedene klassische Reporting- und Planungsmöglichkeiten, sondern auch darüber hinausgehende Funktionalität, wie man in einem Planungsprozess typischerweise braucht, wie beispielsweise einen Mechanismus, um den Planungsprozess zu steuern. Hier haben wir uns ein neues Paradigma ausgedacht. Wir gehen mehr von einer taskorientierten Prozesssteuerung aus. Das heißt, wenn ich hier mal drauf drücke, komme ich hier in einen anderen Screen. Auf dem Screenshot vorhin war es schon zu sehen. Es ist eine ja, sehr ähnliche Darstellung wie der Kalender von Microsoft Outlook. Und hierüber wird dann im späteren Verlauf auch der Planungsprozess gesteuert. Wenn ich jetzt mal wieder zurückgehe in meinen Homescreen. Also was wir hier sehen, sind die Actual-Daten aus dem letzten Jahr. Und meine Aufgabe als Planungsverantwortlicher ist es nun, den Forecast für das kommende Jahr zu erstellen. Dazu werde ich im Folgenden ein neues Modell anlegen, relativ simpel, und dann entsprechend den anderen Kollegen die einzelnen Aufgaben in dem Planungsprozess zuweisen. Hier komme ich zu einer Übersicht, in der sämtliche Planungsmodelle in dem System, auf die ich jetzt Zugriff habe, dargestellt sind. Ich werde jetzt einfach ein neues Modell erzeugen. Eben für unseren P&L-Forecast für Produkt auf globaler Ebene. Und ich komme jetzt hier in die Modellierungsumgebung für mein Planungsmodell. Wie Sie sehen, oder wenn Sie das vergleichen, vielleicht mit dem BW, mit einer RSA-1, die doch sehr technisch aufgebaut ist und für die Sie sicherlich Experten brauchen, um ein Modell zu erzeugen, kommen Sie hier in eine relativ aufgeräumte Modellierungsumgebung, mit der auch der Business-User ohne langes Training oder ohne Support von IT umgehen kann. Als Besonderheit sehen Sie hier zum einen, dass Sie in jedem Modell eine Zeitdimension haben müssen, und zum anderen, hier ist es bereits angedeutet, eine Kontendimension. Ich werde jetzt hier entsprechend die Granularität der Zeitdimension spezifizieren. Also wir wollen auf einer monatlichen Basis planen, und die verschiedenen Planungsprozesse, wie beispielsweise die Actuals-Daten oder ein Budgetierungsprozess, kann ich hier auch nochmal in der Frequenz ausgestalten. Typischerweise würde der Budgetierungsprozess jährlich ablaufen und der Forecast-Prozess in unserem Beispiel auf Quartalsebene.
In einem zweiten Schritt werde ich jetzt hier eine Dimension für die Kontenstruktur hinzufügen. Ich habe immer prinzipiell die Möglichkeit, ad hoc eine neue Dimension anzulegen oder eine existierende Dimension, die ich in einem vorherigen Modell beispielsweise schon verwendet habe, wiederzuverwenden. In unserem Fall werde ich hier jetzt den Kontenplan, den ich bereits angelegt habe, wiederzuverwenden. Ich komme jetzt hier in die Pflegeumgebung, in die Stammdatenpflege dieser Dimension. Wie Sie bereits sehen, relativ nah an Excel gehalten vom Look and Feel, um eben auch den Business-User bzw. den Controller dort abzuholen, wo er sich normalerweise befindet, eben in einer zellbasierten oder spreadsheetbasierten Umgebung. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, nicht nur flache Strukturen anzulegen, sondern auch eine hierarchische Struktur wie beispielsweise den Kontenplan. Und ich habe darüber hinaus auch die Möglichkeiten, berechnete Kennzahlen zu hinterlegen, beispielsweise hier eine Marge, die sich hier on the fly dann berechnet aus dem Operating Profit geteilt durch Net Sales. Um ein Planungsmodell zu vervollständigen, würde ich jetzt noch zwei weitere Dimensionen hinzufügen. Eine Dimension für die Produktkategorie . Das ist eben auch wieder eine simple hierarchische Struktur. Und noch als letzte Dimension eine Organisationseinheit, eben hier die Sales Region, die die Besonderheit hat, dass hierüber die Berechtigung auch gesteuert wird. Ich habe in dem Tool jetzt hier die Möglichkeit, den Datenzugriff eben an diese Region zu binden. Das heißt, ein Regionalverantwortlicher ist dann vom System nur dazu in der Lage, seine Daten für seinen jeweiligen Verantwortungsbereich zu sehen. Dazu kann ich jetzt auch einfach per Copy und Paste aus Excel vorbereitete Werte übernehmen und kann hier jetzt die Verantwortlichen pflegen. Letzten Endes, was Sie hier jetzt sehen, ist, dass in der Region EMEA Matt Hooper Schreibberechtigung hat und in den anderen Regionen eben nicht. Also dann werden wir nachher sehen, dass wenn ich entsprechend den Task an Matt Hooper gebe, die Planzahlen zu aktualisieren, wird vom System automatisch sichergestellt, dass eben nur auf dieser Dimension reported werden kann. Des Weiteren kann ich hier noch festlegen, dass ein Auditing-Mechanismus ausgeführt werden soll. Das heißt, sämtliche Änderungen werden im Backend getraced und können dann auch für Auditierungszwecke im Nachgang ausgewertet werden. Des Weiteren kann ich hier eine Währungsumrechnung noch aktiv schalten und eine entsprechend vorbereitete Kurstabelle, die ich im Vorfeld vorbereitet habe, hier dem Modell zuordnen. Wenn ich jetzt dieses Modell auf relativ einfache Art und Weise erzeugt habe, werde ich jetzt im nächsten Schritt dieses Modell mit Daten befüllen. Von unserer Demo-Story her werde ich jetzt Forecast-Daten für 2015 auf Quartalsbasis hochladen aus einem CSV-File. Und hier sehen Sie auch die entsprechende Möglichkeit, sehr ähnlich wie in Excel, die entsprechenden Spalten in dem CSV-File auf die einzelnen Dimensionen zu mappen. Also wieder auch hier keine komplizierten Transformationsprozesse, wie Sie es vielleicht aus dem BW kennen, sondern relativ einfach gehalten, auch für die Fachabteilung, für den einzelnen Business-User. Ich mappe hier die entsprechenden Spalten aus der CSV-Datei auf die Modelldimensionen und lade dann entsprechend die Daten hoch. Was Sie vielleicht hier gesehen haben, ist, dass es neben der Möglichkeit, Daten über CSV zu laden, auch die Möglichkeit gibt, eine existierende BPC-Lösung anzuschließen. Wenn wir hier uns den Menüpunkt nochmal anschauen, steht hier Import Model bzw. Import Data vom BPC. Also Sie können in dem System eine Verbindung zu einer On-Premise-Lösung, BPC-Lösung hinterlegen und dann dort auf existierende Modelle oder Stammdaten beispielsweise zurückgreifen. Als nächstes würde ich mir jetzt die Daten anschauen. Wie gesagt, die Lösung ist für Planung und Reporting-Zwecke gedacht. Das heißt, ich kann jetzt direkt aus der Modellierungsumgebung in mein neu erzeugtes bzw. mit Daten befülltes
Modell abspringen und mir eben in dieser wieder Spreadsheet-ähnlichen Umgebung meine Daten anschauen. Ich habe hier eine Sicht, wie sie typisch ist im Planungsbereich, eine Pivot-Tabelle. Das heißt, ich kann hier dynamisch verschiedene Dimensionen in den Aufriss ziehen, beispielsweise die Produktgruppen, und kann mir so jetzt die Forecast-Daten auf den einzelnen Produktgruppen bzw. die Deckungsbeiträge anschauen. Ich habe hier auch die Möglichkeit zu filtern auf die einzelnen Perioden beispielsweise. Und kann dann die Zeitdimension ebenfalls hier in den Aufriss nehmen und sehe dann eben meine P&L-Forecast-Daten aufgerissen über die Zeit und nach den jeweiligen Produktgruppen. Ich kann hier auch entlang der Hierarchie navigieren. Das heißt, wenn ich hier den Knoten Sportswear aufklappe, sehe ich eben die einzelnen Produkte unter dieser Kategorie Sportswear. Daneben kann ich jetzt dynamisch in mein Modell weitere Daten reinladen. Also wir haben jetzt den Forecast für 2015 auf Quartalsbasis bereits im Modell. Und als nächstes werde ich das Modell aktualisieren, und zwar um die Actuals-Daten aus dem Q1. Also die Story ist jetzt, ich habe meinen Forecast für das gesamte Jahr auf Quartalsbasis und jetzt kommen eben meine Actuals rein, weil das Quartal abgeschlossen ist. Und die kann ich jetzt eben in einem Delta-Mechanismus auch dazuladen. Relativ einfach. Ich sage hier Kategorie Actuals. Ich kann hier ankreuzen Append. Das heißt, der Cube wird nicht gelöscht, sondern die Daten werden im Delta-Verfahren hier angehängt und ich kann dann auch reporten über Forecast und Actuals. Ich sehe jetzt hier automatisch in der Spalte Actuals habe ich jetzt die Ist-Daten für mein Q1 und kann sie direkt gegenüberstellen zu den Forecast-Daten von Q2. Das Erste, was mich jetzt hier in dem Fall interessiert, wäre ein globaler Überblick. Das heißt, ich nehme die Produktgruppe wieder aus dem Aufriss heraus, sehe eine sehr stark aggregierte Sicht und kann jetzt hier vergleichen zwischen Q1 Actuals und Q1 Forecast. Und ich habe dazu auch Möglichkeiten, eingebaute Visualisierungsverfahren hier zu nutzen. Also hier ist eine relativ simple Visualisierung, ist einfach eine Delta-Ansicht. Ich kann mir jetzt hier noch Baseline und die Referenz austauschen. Das heißt, ich nehme jetzt den Forecast als Referenzwert und sehe, dass ich eben 25% bei meinem Operating Profit hinter dem Forecast zurückgeblieben sind. Ich habe hier noch vielfältige weitere Visualisierungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann ich jetzt hier auch direkt klassische Visualisierung wie Line- oder Bar-Charts hier direkt in dem Tool verwenden. In unserer Demo-Story wäre ich jetzt als Gesamtverantwortlicher für die Umsatzzahlen in einer Situation, in der ich jetzt reagieren müsste. Offensichtlich ist in unserem Forecast, den haben wir zu positiv eingeschätzt, die Actuals-Daten bleiben weit hinter unserem Forecast zurück. Und meine Aufgabe als verantwortlicher Planer ist es jetzt entsprechend, hier Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dazu ist es jetzt mein Plan bzw. meine Absicht zu sagen, okay, mit der Situation muss ich umgehen. Wir müssen unseren Forecast entsprechend aktualisieren. Und dazu sage ich, naja, um jetzt entsprechend die schlechten Zahlen aus dem Q1 kompensieren zu wollen, müssen wir eben ordentlich Gas geben im Laufe des Jahres. Und da wir uns in der Fashion-Industrie befinden, ist natürlich das Q4 unser wichtigstes Quartal. Das heißt, ich würde jetzt entsprechend den Forecast für Q4 anpassen bzw. hier eine neue Guidance geben. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Planungsprozess. Dazu kann ich mir hier in dem Tool eine sogenannte private Version erzeugen. Das heißt, ich kopiere ausgehend von meinem Forecast auf eine neue Version. Die nenne ich jetzt mal Aggressive Q4. Und was Sie jetzt im ersten Schritt sehen, ist einfach, dass die Daten eben im Backend mit eben HANA
massendatenfähigen Operationen auf eine neue Datenscheibe kopiert worden ist. Diese Datenscheibe ist privat, das heißt, ich kann jetzt in einer Art Sandbox mit den Zahlen spielen und die anderen Benutzer am System wissen sozusagen von dieser Version noch nichts. Ich werde jetzt hier die Accounts bzw. die Konten einschränken auf Sales. Da wir hier in der Topline relativ aggressiv vorgehen wollen und unseren Umsatz in Q4 entsprechend steigern wollen, um die schlechten Zahlen aus Q1 zu kompensieren. Dazu gehe ich eben in einem Top-Down-Approach vor, das heißt, ich schaue mir die Daten auf einer sehr stark aggregierten Ebene an. Ich nehme dazu die Produktkategorie in den Aufriss und sage jetzt hier in meiner neuen, überarbeiteten Forecast-Version, möchte ich auf einem sehr hoch aggregierten Level erstmal die Zahlen verändern und sagen, ich plane beispielsweise 15% mehr Umsätze in Q4 auf der Kategorie Sportswear. Ich kann jetzt auf einem Top-Knoten den Wert ändern und was Sie sehen, ist, wenn Sie hier vergleichen, den alten Forecast von Q4 mit dem neuen Forecast Q4, mit dem aggressiven Forecast, ist, dass ich eben auf dem Top-Knoten 15% dazugeschlagen habe und das System hat automatisch in der Disaggregation die Werte erstmal runtergebrochen. Aus meiner Sicht als global Verantwortlicher würde das erstmal reichen. Das heißt, ich gebe auf einem sehr stark aggregierten Level die neuen Daten vor. Also wir könnten hier beispielsweise bei Streetwear nochmal 10% draufschlagen und würden so jetzt zu einem neuen aggressiven Plan kommen. Und den würde ich jetzt abspeichern, sodass meine Kollegen diese neuen Werte auch sehen können. Dazu kann ich hier diese Version veröffentlichen und nenne sie weiterhin Aggressive Q4. Und würde jetzt in dem nächsten Schritt eben die einzelnen Verantwortlichen in den einzelnen Produktkategorien bzw. in den Ländern auffordern, den Plan auszudetaillieren bzw. in einem gegenstromartigen Verfahren jetzt bottom-up die Werte entsprechend anzupassen, sodass letzten Endes die Guidance hier von plus 15% auf Streetwear getroffen wird. Ich kann jetzt direkt, der Kollege hat es schon angedeutet, eben die Kollaborationsmechanismen in dem Tool nutzen. Das heißt, ich habe hier auf der rechten Seite eben die Möglichkeit, in dem Tool Chat-Funktionalität zu nutzen. Ich muss also nicht raus aus dem Tool in ein anderes Kommunikationsmittel überwechseln, sondern kann jetzt eine kontextbezogene Diskussion hier erzeugen. Ich nenne das Ganze Updated Forecast und kann jetzt hier auch nur bestimmte Personen in diesen Chat mit aufnehmen. Also wie bereits angedeutet, würde ich hier den Matt Hooper, der eben für EMEA verantwortlich ist, mit dazu nehmen, beziehungsweise noch den Shelby Overman, der für North America zuständig wäre und hätte jetzt hier eine kontextsensitive Diskussion gestartet. Und sage hier, hallo Kollegen. Bitte die Werte für Q4 aktualisieren. Was jetzt im Hintergrund passiert ist, dass entsprechend die anderen Nutzer, eben der Matt Hooper bzw. der Shelby Overman, in dem System eine Nachricht bekommen bzw. eben auch die Möglichkeit haben, über eine iPhone-App hier die benachrichtigt zu werden und sie wissen jetzt eben, dass sie hier entsprechend Werte in dem Report ändern müssen. Dazu muss ich als nächstes den Report noch abspeichern. Und kann jetzt Ganze auch nochmal in eben diesen Eventkalender, den ich eingangs bereits demonstriert hatte, eintragen, um eben noch eine methodisch stärkere Möglichkeit zu haben, hier den Planungsprozess entsprechend umzusetzen. Dazu erzeuge ich einen neuen Task. Ich nenne den entsprechend Update Forecast Q4. Ich kann spezifizieren, bis wann dieser Task erfüllt werden muss,
Bis Ende der Woche möchte ich die neuen Werte sehen und kann jetzt auch hier entsprechend den Kollegen diesen Task zuweisen. Des Weiteren kann ich hier auch noch einen Reviewer hinterlegen. In dem Fall wäre ich das jetzt ich selber als Martin Brody. Das heißt, ich habe hier in einem klassischen Gegenstromverfahren nochmal die Möglichkeit, den Bottom-up-Prozess zu reviewen und nochmal den Task dann auch entsprechend an die Benutzer zurückzusenden, wenn mir die Detailpläne eben nicht gefallen. Des Weiteren kann ich hier den Report, den ich eben abgespeichert habe, hier verknüpfen. Das war der Report Forecast P&L, sodass eben die Benutzer, wenn sie sich am System anmelden, gleich an die richtige Stelle navigiert werden. Ich habe jetzt hier in der Prozessübersicht eben diesen neuen Task erzeugt und sehe jetzt hier die Prozessbeteiligten bzw. die Kollegen, die den Task jetzt hier umsetzen müssen und sehe hier auch gleichzeitig den Status. Das heißt, im Moment ist der Status noch pending, das heißt, kein Kollege hat bis jetzt darauf reagiert. Jetzt wäre meine Aufgabe als Martin Brody, das heißt als übergeordneter Verantwortlicher, erledigt. Ich würde mich hier aus dem Tool abmelden und als nächstes wird sich Matt Hooper anmelden, der eben der Verantwortliche ist für den Bereich Meer und wird jetzt entsprechend die Bottom-up-Planung auf den einzelnen Produkten in der Region EMEA durchführen. Ich habe mich hier als Matt Hooper am System oben angemeldet und sehe jetzt auch, dass ich hier eine Notifikation erhalten habe. Martin Brody hat mir also eine Aufgabe gestellt. Das ist hier im System automatisch verlinkt. Ich komme jetzt hier auch zu dem Eventkalender und sehe, dass mir dieser Task zugewiesen wurde. Ich sehe, dass der entsprechende Report hier verlinkt ist und ich kann jetzt den Task akzeptieren und entsprechend über den Link in den Report abspringen. Ich sehe jetzt hier das Layout, das eben mein Vorgesetzter Martin Brody mir vorgegeben hat. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, sieht man das hier, dass ungefähr ja, bei 700, 800 Millionen ist und nicht wie vorher bei 1, irgendwas Milliarden. Das heißt, die Daten sind hier auf die Region EMEA vorgefiltert, weil wir das eben am Anfang im Modell so spezifiziert haben, dass Matt Hooper nur für diese Region verantwortlich ist. Ich werde jetzt hier mit der Version Aggregated Aggressive Q4 arbeiten. Das heißt, ich mache wieder das gleiche Prozedere. Als Matt Hooper erzeuge ich mir hier eine private Version. In der ich erstmal rumspielen kann, schauen, ob die Zahlen passen, ohne dass sie gleich im System veröffentlicht werden. Ich kann mir jetzt hier die Vorgabe anschauen. Also Martin Brody hat mir die Vorgabe gemacht, 861 Millionen Euro Umsatz in Q4 zu machen. Der ursprüngliche Forecast ging von 748 Millionen aus und ich kann jetzt in die einzelnen darunterliegenden Produkte runterdrillen und hier entsprechende Anpassungen vornehmen. Also beispielsweise würde ich sagen, hier die roten T-Shirts, das ist unrealistisch, da ziehe ich wieder 5% ab. Und bei den blauen T-Shirts, da bin ich sehr viel optimistischer, da sage ich, naja, 72 Millionen kann ich locker erreichen, da kann ich sogar noch eine Schippe drauflegen und kann jetzt so entsprechend bottom-up den Planungsprozess weiter gestalten. Wenn ich als Matt Hooper hier mit meinen Planen oder mit meinen Zahlen zufrieden bin, kann ich die Version wieder veröffentlichen. Das heißt, ich würde hier entsprechend den mir gegebenen Forecast überschreiben, beziehungsweise die Datenscheibe, für die ich verantwortlich bin. Und würde entsprechend über die Kollaborationsfunktionalität hier signalisieren, hallo Martin, EMEA-Zahlen sind aktualisiert. Und ich würde auch entsprechend in dem Eventkalender den Status entsprechend setzen. Das heißt, ich würde hier den Button
dann betätigen, sodass eben Martin Brody auch wieder die Benachrichtigung erhält, dass ich jetzt mit meinen Zahlen fertig bin. Und wenn wir uns das Ganze wieder aus Sicht von Martin Brody anschauen, sehen wir hier entsprechend wieder, dass wir eine Nachricht bekommen haben und dass wir jetzt nochmal eben in den Prozess eingreifen können. Wir können jetzt eben die Zahlen, nachdem wir uns sie angeschaut haben, können wir sagen, okay, das gefällt uns, beziehungsweise ich kann jetzt hier auf Approve beziehungsweise dann auch auf Reject klicken und kann dann so entsprechend in dem Planungsprozess weiter vorangehen. Das war es soweit zu unserer Demo-Story. Also wie Sie gesehen haben, hier die Hauptpunkte ist wirklich, dass die Usability von Anfang an die meiste Aufmerksamkeit hier in der Entwicklung erhalten hat. Das Ziel war es wirklich, ein leichtgängiges Tool zu entwickeln, mit dem die Fachabteilung umgehen kann. Wenn Sie das mit existierenden Lösungen wie beispielsweise dem BPC vergleichen, werden Sie feststellen, das ist vom UI her wirklich sehr leichtgängig. Auf der anderen Seite von der Funktionalität her ist klar, dass Sie im BPC sehr viel mehr Möglichkeiten haben, was beispielsweise Exits oder zusätzliche Scripting-Funktionalität anbelangt. Aber das war wirklich von Anfang an hier sozusagen die Intention, wirklich ein leichtgängiges Tool zu bieten und eben über die Möglichkeit einer Integration mit BPC hybride Planungsszenarien aufzubauen.